unsere Ortschaft, glaube ich, ist nicht dabei. Es hatte ja fast jedes Dorf so eine Kirchenburg, ja, weißt du, das war zum Schutz gegen die Tataren und die Türken zu seiner Zeit, nicht? Amruden ist auch dabei. Ich habe auch das Kirche. Aber das ist die eine Seite und auf der Rückseite, das war die Lehrerwohnung. Das war, sieht natürlich klein aus, das waren dicke Mauern, zum Teil ein Meter, eineinhalb Meter dick zum Schutz und hoch, ja. Und gegenüber von der Seite, von der anderen Seite, das ist von meinen Großeltern das Haus, das waren auf dem Marktplatz, weißt du, die besseren Farmer, die ein bisschen mehr hatten, das war auf dem Marktplatz und dann am Rande des Dorfs, da waren die ärmeren Leute, die nicht so reich waren, aber die Rumänen haben alles eingerissen, da ist gar nichts mehr da. Aber die haben es erst vor ein paar Jahren eingerissen, bis dann, das war ein Doppelhaus, so, dann kam der breite Wirtschaftshof, wo die, da war ja Landwirt, und dann kam die zweite Wohnung. Die Häuser, die waren immer so der Länge nach, ging man herein, das Tor, dann kam der Eingang, da war dann so ein Zimmer, wo man hereinkam, das war meistens, wo man sich aufgehalten, und dann kam ein Aufenthaltszimmer, dann kam das Schlafzimmer, nicht? Also mein Vater war ja Lehrer geraten, der Großvater war Bauer, da war das Haus. Und dann hörte da auf, der Wirtschaftshof, und wenn man hier dann die Straße runterging, war der Eingang und der Hof so grenzte dann an den Wirtschaftshof. Man konnte hinten, da war eine Kegelbahn und da war eine Tür, da konnte man auf den Hof gehen. Aber der Eingang war vorne und es war so breit wie hier der Hof, war das alles Blumenbeet und also kein Bauernhaus, sondern ein, wie soll ich sagen, ein Privathaus mit Blumengarten, sehr schön. Und dann war hinten noch ein bisschen Wirtschaftshof und so, aber da ist man nur durchgefahren. Und naja, da bin ich groß gewachsen, da haben wir gespielt. Im Winter sind wir mit den Kindern, es war ja ein bisschen so Hügelland, Schlitten gefahren. Und es waren zwei Bäche, die kamen zusammen, da haben wir versucht, Schlittschuh zu laufen, aber das Wasser war immer so gefroren und dann haben die Bauern so ein Loch hereingebracht, wo sie Wasser holen konnten. Und da bin ich mal mit dem Schlittschuh so herein in das Wasser, nicht? Mitsamt. Und dann haben sie mich schnell ins erste Haus da gebracht und haben mich dort aufgewärmt, nicht? Aber ich habe so gemacht, wenn ich unter das Eis gekommen wäre, dann wäre ich ertrunken, nicht? Da wusste der Vater gar nichts davon, nicht? Naja, und im Sommer, da haben wir gespielt und mit den Freundinnen und dann sind wir jeden Tag baden gegangen und dann kamen wir nach Hause. Der Opa, der hat immer gesehen, dass wir früh um 8 Uhr, wir haben nicht lange schlafen dürfen. Abends ins Bett, in der Früh aufstehen, war strenger, sind streng erzogen worden. Und so viel Uhr ist Pasta, jetzt geht er schlafen. Als wir kleiner waren, hat er uns noch vorgelesen oder so. Und dann, als wir größer waren, kann selbst was lesen. Und in der Früh heraus, gefrühstückt und angezogen. Und dann sind wir spielen gegangen. Es war eine schöne Kindheit. Da sind wir in die Schule gegangen und ja, dort haben wir gelebt. Da war dann in dem gleichen Gebäude auch eine Bank. Der Opa war eigentlich Lehrer, aber nicht in dem Ort. Als wir geboren wurden, der war er schon in Frührente. Der hatte immer mit den Stimmbändern zu tun. Konnte schlecht sprechen, nicht. Und hat dann noch bei der Bank gearbeitet, ja, lange Zeit. Wie viele Sprachen hast du damals gesprochen? Also Sächsisch, unseren Dialekt, in der Schule Deutsch, aber zu Hause. Der Opa ging in die Bank, da habe ich mit den Mädchen Ungarisch gesprochen als Kind. Und in der Schule fing man an, Rumänisch zu lernen. Das war die Staatssprache, das musste man lernen, nicht? Also das war Sächsisch,
Ungarisch, Rumänisch und dann natürlich in der Schule das Deutsche. Und dann mit 17 Jahren, ich hatte dann noch eine Handelsschule gemacht in Hermannstadt ein Jahr. Und dann habe ich kurze Zeit in der Bank, wo mein Vater war, auch gearbeitet, aber gerade vielleicht knapp ein Jahr. Und dann war die Zeit, wo der Hitler dran war und alles war begeistert von Hitler und der Opa, also dein Urgroßvater, mein Vater, der hatte Bekannte in Eisenach, in Studienrat, in Dr. Miksch, und der hat mit einigen Professoren korrespondiert von Deutschland und die konnten uns dann helfen. Wir wollten ein Pflichtjahr machen, ein Jahr nach Deutschland kommen. Da war ich so 17 und die Tante, es war 41 und die Tante Martha, die war knapp 19 oder 19, ja. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, nach Eisenach. Und die Tante, wie das Pflichtjahr zu Ende war, da hat man noch nicht gezahlt bekommen, da hat man so freiwillig gearbeitet, nicht? Aus Begeisterung. Wir wussten ja nicht, was Hitler vorhatte. Wir sind Deutsch, man, die deutsche Jugend, und es war alles ideal, aber was dahinter steckte, davon hatten wir keine blasse Ahnung, nicht? 40 waren in Siebenbürgen von der deutschen Armee Soldaten bei uns einquartiert. Und da hatte ich einen Mann kennengelernt, einen von den Soldaten, der kam also von den Deutschen. Und nach einem Jahr hatten wir uns also so kennengelernt. Er sagte, wenn dann dein Pflichtjahr zu Ende ist, dann kannst du zu meiner Mutter gehen, ja. Und da bin ich dann hingegangen, das war im Ruhrgebiet. Und dann habe ich dort auch eine Arbeit gefunden, so in einem Büro. Aber da waren dann so viele Fliegerangriffe, jede Nacht. Es gab kaum was zu essen, es war das Ruhrgebiet, weißt du. Es war kalt, also es war furchtbar. Jede Nacht daraus, tagsüber bombardiert. Und dann sagte ich, also hier bleibe ich nicht, da bin ich wieder zurück. 43 wieder nach Rumänien zurück. Dann war ich noch, naja, ein, zwei Monate zu Hause. Und dann hatte mir die Tante Irene, die hatte Bekannte wiederum. Da war die deutsche Wehrmacht immer noch in Rumänien, also als... nicht als Besatzung, sie waren als Freunde nach Rumänien gekommen. Unter Antonescu ist die Wehrmacht hingekommen. Und da waren diese Stationen da, und da war ein Nachschublager in Bukarest. Da hat sie mich dort als Schreibkraft bei der deutschen Armee, hatte ich dort eine Stelle. Das war bis 43. Ja, es muss Ende August gewesen sein, nachdem die vielen Angriffe waren. Dann kam der Zusammenbruch, der Kampf von Stalingrad war gefallen und die ganzen Truppen, alle waren weg und wir waren alle unter Beschuss. Da waren viele Frauen, die bei den deutschen Soldaten da, bei der Wehrmacht angestellt, das waren die Nachrichthelferinnen, die haben Nachrichten also vermittelt. Und ich war auf dem Büro. Dann hieß es aber, alle Frauen können nach Deutschland gebracht werden. Und nachdem die Tante Martha noch in Deutschland war, sagte ich, ich will auch nach Deutschland. Wir waren 4, 5 Zivilangestellte. Da bin ich mit denen geflüchtet. Ja, da sind wir dann über die Karpaten, wo ich dir zeigte. Ja, auch hier ist ja Merun. Das ist dann hier Bukarest, ja, das ist hier, ja. Und hier waren Ölquellen, ja, das war von Deutschen besetzt. Und dann sind wir schon dort von Bukarest mit, das war alles beschossen. Die haben uns von allen Seiten beschossen und von der Luft. Da sind wir trotz allem bei Beschuss bis nach Ploiești. Dort waren sehr viele deutsche Soldaten, weil sie das rumänische Öl brauchten, Petroleum, ja.
Und dann kamen wir hin und sollten von dort aus mit dem Flieger nach Deutschland kommen. Aber es waren ja so viele. Und dann ging es zum Alphabet da. Und ich hätte mit C, Christiani, zu den Ersten gehört. Aber da hatte ich so Angst, sage ich, ich fliege nicht. Das war mein Glück. Das Flugzeug, mit dem die geflogen sind, als ich nachher, wir sind ja dann geflüchtet, in Wien war, dann hörten wir, das Flugzeug ist abgeschossen worden. Das ist Schicksal. Also ich war nicht in dem Flugzeug. Wir sind dann aber dann, wir konnten jetzt nicht nach Siebenbürgen kommen, ja. Sonst wären wir hier durch den Prädialpass, dann wäre ich bei uns zu Hause vorbeigekommen. Aber da waren alles schon Russen von da, da konnten wir nicht. Und dann sind wir hinter der russischen Front, hier durch den Buzow-Pass herauf, da muss ein Fluss, das ist Buzow heißt der. Dann sind wir hier, das war schon russische Front, hinter der russischen Front, über die Karpaten und sind dann hier nach Nord-Siebenbürgen bis nach Bistritz. Das sind mit Omnibus. Aber wir wurden immer beschossen, während wir gefahren sind, wenn wir die Flieger uns angegriffen, das waren aber dann russische Flieger, das waren keine guten Piloten. Dann, und es war so ein Tal, wenn sie so kamen und so geschossen, sind wir auf die andere Seite. Dann, wenn die gewendet hatten und so angriffen, dann sind wir auf die andere Seite. Aber das war fast 3-4 Wochen, bis wir da über die Karpaten zu Fuß, also zum Teil mit Bus, zum Teil zu Fuß rüber sind, ja. Und dann von dort aus bin ich dann, sind da in Bistritz, wurden wir dann in, das waren Züge, aber nicht Personenzüge, zum Teil Güterzüge eingeladen worden, ja, vom Militär aus und kamen bis nach Wien. In Wien war ja dann auch wieder so eine Zentrale von den Dingen. Dann waren wir dann in einem Heim, Flüchtlingsheim aufgenommen, da war ich so 3-4 Wochen in Wien. Und dann von Wien sind wir in ein anderes Flüchtlingslager nach Norden von Österreich. Das ist jetzt nicht mehr da. Das ist das sogenannte Waldviertel. Das war ein ehemaliges Kloster. Da sind wir, und das Kloster religiös war ja nicht bei Hitler. Das war aufgelöst und dann wohnten wir dort in dem Kloster bis Oktober, so also ein paar Wochen. Ich kann dir das jetzt genau gar nicht mehr sagen. Und dann die Tante Martha, die war ja mit mir mit, aber die ist ja nicht zurückgefahren nach Rumänien. Die lernte Schwestern und die durfte nicht mehr zurück. Es waren so viele Verwundete, die Oberin sagte, wir brauchen jede Kraft im Krankenhaus. Die war immer noch im Krankenhaus, im Lazarett, wo die Soldaten waren, ja. Und dann bin ich zu ihr. Die war dann in Gera, das ist eine Stadt in Thüringen. Und dort hatten wir wiederum Bekannte in Blankenheim. Und da sagte, er war Pfarrer, aber er war eingezogen. Nur seine Frau, die war Jenerin, die wohnte dort in Blankenheim im Pfarrhaus. Die sagte, sie hat Zimmer, sie nimmt mich auf. Dann habe ich bei der gewohnt und dort habe ich dann wieder in der Verwaltung bei der Wehrmacht eine Stelle bekommen, weil ich schon dort bei der Wehrmacht gearbeitet habe. Das Militär hieß man damals Wehrmacht, was heute dem. Dann war ich dort auch wieder Oktober bis Ende April. Dann war der Krieg zu Ende, da kamen die Truppen, also die amerikanische Truppen vom Westen, und dann hatten sich dann Belgier und Holländer und so weiter angeschlossen. Und dort, wo ich gerade war, da waren sehr viele Amerikaner, aber noch mehr aus Belgien. Und die hatten doch noch aus ihrer Kolonie Truppen, nicht? Und jetzt waren wir dort. Ja. Aber da war ich gerade, wie gesagt, der Krieg hatte dann aufgehört. Das Militär wurde aufgelöst, dann stand ich wieder auf der Straße. Also ich konnte bei den Leuten noch wohnen, aber jetzt
Die Tante, die war in Eisenach gewesen und war versetzt worden nach Innsbruck. Da wurde man so herumgeschoben. Und da sagte ich, jetzt will ich sehen, dass ich die Tante suche, denn ich bin ja jetzt allein da in der Welt mit nichts, immer mit geflüchtet, mit nichts. Jetzt muss ich sehen, dass ich meine Schwester suche. Und ich wusste, die ist jetzt in Innsbruck, also bei Innreuth bei Innsbruck. Nur das war damals dann gleich Österreich und nicht mehr Ostmark. Das war jetzt wieder nach dem Krieg, so von heute auf morgen ein anderes Land, ja. Jetzt wie komme ich von Blankenheim da zu Dings und fahren? Man durfte sich 12 Kilometer im Umkreis bewegen. Es gingen keine Züge, es gab, die Bahnhöfe waren alle bombardiert. Keine Omnibusse mit LKW, wer fährt die Richtung, wo darf man? Aber ich durfte gar nicht weg, bin trotzdem schwarz einfach, fährt jemand hin, Geld hatte ich, ja. Wer nimmt mich mit? Und da waren aber nicht ich, da waren zig, vielleicht 100 Leute oder noch mehr, alles wollte der eine hin, jeder versuchte zu seinen Angehörigen zu kommen. Und da bin ich, sagte einer, ja, ich fahre da Richtung München, sage ich, na dann ein Stück wenigstens, danach kann ich wieder ein Stück in Etappen weiterfahren. Und das, aber das war LKW, ja, da standen wir, ich weiß nicht wie viele Leute, alles was ich hatte, war ein kleiner Beutel an Kleidung, das war auch schon alles kaputt gegangen, also ich hatte ein paar Kleider, das war meine ganze Habengut. Und ich hatte auf dem Rücken auf dem Beutel. Und dann sind wir da Richtung München gefahren. Da kam eine Kontrolle, amerikanische Soldaten, weiß wie das ist. Stopp. Kontrolle. Ja, was machen wir alle auf dem Wagen? Wir dürften ja gar nicht dort sein. Und da sagten da, wir sind so viele Leute. Und da sagte er, Moment, und wollte, ist ins Büro hereingegangen. Bis der ins Büro geht, hat der Fahrer Gas gegeben für uns weggefahren. Die haben uns noch nachgeschossen, aber sie haben uns nicht getroffen. Danach, wir ausgestiegen sind, und das war ein SS-Mann. Ja, ich habe den nie gesehen. Der hat uns mitgenommen. Wir haben ihm etwas Geld gegeben, alle, die da mitgefahren sind. Dann war ich schon kurz vor München am Starnberger See. Er sagte, weiterfahren kann ich nicht. Da war wieder so ein Platz, wo mehrere Autos standen. Fährt jemand noch weiter da Richtung Tirol? Und dann gehört und da sagte einer, ja, ich fahre. Nehmen Sie mich mit? Ja. Dann habe ich dem was Geld gegeben. Und dann sind wir weitergefahren, ich auch wieder LKW. Zum Teil gestanden, weißt du, einer hat sich am anderen festgehalten. Und dann gab es auch noch kein Benzin, da haben sie mit Holzkohle, dann Holz und dann war oben ein Rohr, da kam der Rauch heraus und die Kohle, mit Kohle sind wir dann weitergefahren. Da kam ich bis da, wo das Schloss ist, in Schwanstein, ja. Und da sagte er, weiter fahre ich nicht. Dann war es schon abends, ach Gott im Himmel, es wurde schon, es dämmerte. Alles aussteigen, weiter fahre ich nicht. Dann bin ich ausgestiegen, dachte ich, naja, Geld hatte ich, jetzt muss ich sehen, dass ich ein Hotel finde, wo ich schlafen kann. Und am nächsten Tag werde ich ja sehen, wo ich weiter kann. Ne? Und da ist ja schon der Lech, der Fluss Lech. Und dann ist die Eiserne Brücke. Und dann ist man in Österreich. Naja, aber das war Posten, amerikanische Militär. Ich konnte ja auch nicht Englisch hören, Wort Sister. No, nicht Englisch. Jeden Tag. Aber wie ich ausgestiegen bin und da stand und zu einem Hotel gehen wollte, und dann war eine Frau da, da habe ich die angesprochen, ob sie mir sagen kann, wo ein Hotel ist. Da sagt sie, dann, sie kommen ja von Siebenbürgen. Sage ich, ja, sagt sie. Na, dann kommen Sie mit mir mit. Das war Frau Dr. Schiffbäumer. Ihr Mann war Siebenbürger, sie war eine Münchnerin und war evakuiert mit ihren Kindern da und der Mann war noch irgendwo in Russland, von dem wusste sie nichts. Also kommen Sie bei mir,
zu mir, ich bringe sie schon unter. Und ihre Mutter, die war am gleichen Ort, das ist Schwangau, der Ort, ja. Und die wohnte bei einem Bauern dort, in München wurde immer bombardiert, die aus der Stadt, die sind alle aufs Land geflüchtet, nicht? Und da sagte der Bauer, na, ich habe noch eine Stube frei, dort kann sie dann wohnen. Dann hat er mir das Zimmer gegeben und auch was zu essen, nicht? Da war ich ja so froh, dass ich dann ein Zimmer hatte, nicht? Dann, dort habe ich ein paar Wochen gewohnt. Da hatte ich aber in meinem Gepäck, wo wir schon alles verloren hatten, außer Geld noch ein paar Zigaretten. Und Zigaretten waren wichtiger wie Geld. Denn es gab nirgends Zigaretten, weißt du. Mhm. Dann habe ich ihm Zigaretten gegeben. Sie können hier wohnen. Ich bekam in der Früh meine Milch und bekam Kartoffeln und auch mal ein Stück Brot zu essen. Da gab es auch zu essen. Nur man hatte Lebensmittelkarte. Und dann waren da immer so kleine Eckchen. 50 Gramm Brot, 50 Gramm Brot pro Woche, so und so viel. Ja, aber nachdem ich jetzt bei keiner, das musste man immer auf dem Rathaus abholen, aber jetzt, ich war von Thüringen weg, dort vom Rathaus, da war ich, Thüringen war jetzt 500, 600 Kilometer weiter weg, die Karte läuft im Monat aus, da muss man die nächste Karte holen. Und bei den Bauern bekam ich dann doch ein bisschen was zu essen, will. Auch mal Eier und mal ein Stückchen Fleisch und Milch und Brot und Kartoffeln. Also davon konnte ich jetzt leben. Dann sagte der mir, die waren jetzt an der Grenze. Das war das Dorf, dann hier war der Lech, Füssen, hier war die Brücke, hier das Schloss. Schwanstein, Hohenschwanstein, hier das Dorf, hier war Füssen. Sagte, ja, sie brauchen bloß über den Wald, hier ist ein kleines Bächlein, durch den Wald, dann sind sie in Österreich. Denn über die Brücke dürfte ich ja nicht. Sagen, ja, wie komme ich aber hin, wie komme ich hin? Und die Amerikaner, das waren Amerikaner, die haben dort Manöver, die schießen scharf, das ist ein Risiko. Aber ansonsten kommen sie nicht rüber. Jetzt war ich wochenlang da, 4 oder 5 Wochen, und immer, wie komme ich rüber? Bin ein paar Mal da, aber im Schloss, das war ja besetzt von Amerikanern, da durfte man nicht rein. Das war ja damals, Österreich gehörte ja zu Deutschland. Jetzt nach dem Krieg war das gleich isoliert, also abgetrennt. Österreich wieder ein extra Staat. Und meine Schwester, die war doch während des Krieges, zum Ende des Krieges, von Thüringen nach Reutte versetzt worden, nach Innsbruck. Dann war das ausgebombt, dann kam sie nach Reutte. Und da war das Krankenhaus und das war ein ehemaliges Kloster. Und als die Amerikaner kamen, haben die das sofort aufgelöst, alle Patienten nach Hause geschickt und die Schwestern, da hat sie bei einer Familie dann ein Zimmer bekommen und dort hat sie jemanden kennengelernt, die sagte, ach Gott, ich habe 5 Kinder und bin auf einem Yachtschloss. Und wenn Sie mir helfen wollen, dann kommen Sie mit mir mit. Und dann ist sie mit denen mitgegangen. Das ist im Wald, also schon im Bergland, ja. Da geht ja hier nach alles bergig und ist weg. Und ich war jetzt hier bei Füssen, in einem kleinen Dorf, ja. Da sagt er, der ist nicht eingezeichnet, das ist ein kleines Flüsschen. Neben Fluss vom Lech. Da muss ich rüber und dann bin ich in Österreich. Also, jetzt bin ich da, weißt du, fremd, allein durch den Wald, wenn ich da weiterlaufe, komme ich nach Österreich, gell. Da bin ich dann in der Früh, ganz früh, wie es dämmerte, rüber und bin dann wirklich durch den Wald. Und wie ich da über das Bächlein bin, auf dem, na, paar Meter oder wie 4 bis zum Bahnhof. Und da stieg ich auf der Straße, auf der Landstraße. Und da stand ich da, ja, nach welcher Seite geht es jetzt nach Reutte, so oder so. Und dann kam ein katholischer Pfarrer dabei, so mit der Kutte. Dann habe ich den angesprochen, ich wollte nach Reutte. Sagte, gehen Sie mit mir mit, ich gehe auch nach Reutte. Es sind noch ein paar Kilometer, aber man muss zu Fuß laufen, also bin ich mit dem mitmarschiert, bis nach Reutte.
wie ich nach Reutte kam, wo ist das Krankenhaus? Oh, das Krankenhaus existiert nicht mehr. Mein Gott. Und wo sind das Personal, die dort gearbeitet haben? Jeder ist irgendwo hin. Aber eine Schwester Martha, die wohnt in dem Häuschen. Die hat dort ein Zimmer. Dann bin ich hin, ist Schwester Martha da. Oh, die war da, aber die ist vor ein paar Wochen nach dem Krieg, also ein paar Wochen oder vorher, mit einer Familie Moritz in Stammheimer Tal auf der Yacht. Ja, wo ist das? Na, ungefähr 40 Kilometer von hier weg. Dann, wie kommt man hin? Pff, müssen sehen, wie sie weiterkommen. Dann bin ich wieder dort in der Ortschaft herumgelaufen. Dann war ein Milchmann, sagte, ich fahre zu bauen, ich fahre aber nicht nach. Die Ortschaft heißt Grän und dann ist das ein kleines Dorf. Und dann ist auch das, er sagt, da will ich hin. Sagte, ja, da fahre ich nicht hin, aber in der Richtung. Da bin ich ein Stück mit dem mitgefahren. Na, dann bin ich wieder ein paar Kilometer gelaufen in der Richtung Grän. Dann fragte ich, wo ist hier eine Familie Moritz? War ja nur ein kleines Bergdorf, da waren nicht viele Einwohner. Ach ja, die Familie Moritz, die ist hier, aber die ist im Jagdschloss, da müssen sie noch in Wartlag. Jetzt wurde es schon dunkel, ich hatte noch nichts gegessen. Bin den ganzen Tag da gelaufen und gefahren. Und dann dachte ich, hilft alles nicht. Und dann bin ich da, dachte, gehen Sie hier die Straße, es war nur Waldweg, keine öffentliche Straße. Bin ich da gelaufen über Wiese und Feld, und dann habe ich ganz weit ein Lichtlein gesehen. Oh, das muss es sein. Und bin ich auf das Lichtlein zugelaufen und habe Martha geschrien, Martha. Und da waren die, es war dunkel, auf dem Balkon. Und da sagte die Frau Moritz, Schwester Martha, kommen Sie her, da ruft jemand, Martha. Dann bin ich noch gelaufen und dann komme ich hin. Ist die Martha, Schwester Martha da? Ja. Da war es schon abends alles dunkel. Kommen Sie rein, und da habe ich meine Schwester dort gefunden. Jetzt bin ich hingekommen. Also, die hatte noch ein paar Kartoffeln oder was zu essen. Da haben wir erst mal ein bisschen zu essen gegeben, aber die hatten auch nicht viel. Es gab nicht viel zu essen. Die Kinder haben schon geschlafen. Sie sagte mir, die Kinder müssen wir früh ins Bett tun, damit sie können. Wir haben nichts zum Essen. Also, ich habe die Nacht geschlafen, sage ich, ja, ich wohne jetzt bei Füssen, ein paar Kilometer von Füssen entfernt. Und da muss ich jetzt wieder hin, sagt sie, gut, dass Sie noch gekommen sind. Wir fahren auch in diesen Tagen nach Stuttgart. Die war ja Stuttgarterin, nicht? Jetzt sind die, meine Schwester mit der Familie, ins Schlachthaus, unten war das geschlachtete Vieh, dann war Stroh und obendrauf saßen meine Schwester mit den Kindern und ich, Frau Moritz, und fuhren Richtung Stuttgart. Und ich sollte ja nur meine Sachen holen und zurückkommen, aber ich bin heruntergekommen in das Dorf und war so fertig und bin zusammengebrochen und lag jetzt mit hohem Fieber dort bei den Bauern, wo ich war. Und sie gab mir ein Fahrrad, sagt sie, Sie können mit dem Fahrrad fahren, aber vorsichtig. Das war jetzt amerikanische Besatzung, aber da waren auch französische Truppen und so viele Marokkaner. Und die haben auch wieder, das war überall Waldgebiet, die haben auch Manöver. Wenn ich dort als Mädchen allein fahre, wie alt war ich das? Das war 45, ich bin 22 Jahre. Da bin ich da gefahren und wie gesagt, ich kam dort zu Hause an, bin umgefallen und war ohnmächtig. Da haben sie mich dann ins Bett gelegt und versorgt. Aber inzwischen sind die anderen nach Stuttgart. Ich wusste nach Stuttgart, aber wohin nach Stuttgart? Jetzt lag ich da, dann bin ich, wie komme ich jetzt nach Stuttgart? Jetzt habe ich wieder meine paar Sachen gesammelt, einen Rucksack oder so, einen Beutelrucksack gab es ja noch nicht einmal.
und bin nach Stuttgart auch wieder so per Anhalter und hier ein Stück gefahren, dort ein Stück. Kam ich in Stuttgart an, aber wo, keine Adresse, alles ausgebombt. Da bin ich dann auf ein Amt gegangen und habe gefragt, wo eine Familie Moritz hier wohnt. Ja, die haben hier eine Wohnung, aber es war alles ausgebombt. Die sind in Schwarzwald gefahren, nach Hinterzarten. Die sind nicht mehr hier. Ja, wie komme ich dann hin? Dann bin ich zu den Amerikanern gegangen und habe gefragt, ob ich eine Genehmigung bekomme von Stuttgart nach, die hatten doch auch dann ihr Quartier, nicht die Hauptquartier und so weiter. Und da sagte ich, ich müsste hin. Naja, ich habe die Genehmigung bekommen, aber es fuhren ja keine Züge, auch wieder per Anhalter und im Viehwaggon ein Stück gefahren, bis ich im Schwarzwald kam. Der Schwarzwald, das war ja nach Hinterzarten, das ist ja wieder von Österreich wieder nach Deutschland zurück. Bin ich nach Hinterzarten gekommen, das ist ein Kurort, da hat auch Karin in der Nähe gewohnt. Wie ich hinkomme, sagen sie, ja, die haben hier eine Villa, aber die sind inzwischen wieder Richtung Stuttgart gefahren. Aber nicht in Stuttgart, sondern in Gerlingen, das ist ein Vorort von Stuttgart. Also wieder die Tour zurück, bin ich wieder hingekommen. Und dann habe ich in Gerlingen gefragt, also auch auf dem Gemeindeamt, dann sagt mir, ja, die ist bei einer Tante dort untergebracht. Da waren sie auch 5, 6 Leute so in einem oder 2 Zimmer, alle zusammen in einem Zimmer. Die Kinder schliefen, glaube ich, in der Schule oder irgendwo. Also habe ich sie dann dort gefunden. Jetzt, sie war Krankenschwester, aber es war alles aufgelöst, kein Hospital, nichts. Ja, was machen wir? Wir müssen ja wieder nach Hause, nach Rumänien. Jetzt haben wir geplant, ja, wir versuchen über Österreich, in Österreich, ja, aber das war weiter weg schon im Enzland. Dort hatten wir eine Cousine, die war von Rumänien geflüchtet vor den Russen und waren dort quartiert. Also jetzt versuchen wir, aber jetzt müssen wir wieder bei Salzburg über die Grenze nach Österreich. Und da auch über Schwarz, über den Wald und so weiter. Und wie wir hinkommen, ja, die Russen haben die wieder nach Rumänien zurückgeschafft, die waren nicht mehr da. Und da gingen wir erstmal zum Bürgermeister und da sagte er, und in Österreich, dort sind die Dörfer, also das war Niederösterreich. Hier ein Haus, dann dort ein Haus, die sind nicht geschlossen, die Dörfer, ja. Nicht wie hier ist ein Dorf mit dem Zentrum. Die sind alle so verteilt. Und da sagte uns der Bürgermeister, dort in dem Haus, da schauen Sie zu, dass Sie da hinkommen. Also wir sind auf dem Weg hin, gingen da von dem einen Haus zum anderen. Mit einem Mal kommt ein großer Hund uns entgegen. So groß. Wir sind beide so erschrocken. Da steht plötzlich so ein, vor dem Haus, für ein paar Meter wie hier bis zum Bushaltestelle, ein russischer Offizier, muss ein General gewesen sein. Er hat den roten Streifen an der Hose und so weiter. Sagen, was machen wir? Keine Ahnung, nicht. Der hat nun zurückgepfiffen. Und dann haben wir gesagt, wir kommen von Deutschland, wir suchen unsere Schwester. Da hat er perfekt Deutsch gesprochen. Und da sagt er, der Bürgermeister ist dort und dort, sie können hingehen. Aber die Leute, die hier evakuiert werden, die sind wieder nach Rumänien zurückgeschickt worden. Also jetzt gingen wir ein Stück, aber wir wollten ja gar nicht. Wir wollten ja jetzt, sage ich, es hat keinen Sinn, wir müssen wieder zurück nach Deutschland, denn wir hatten auf der deutschen Seite auch unser Gepäck. Also Gepäck auf dem Bahnhof, also irgendwo untergestellt. Bahnhof war ja auch alles kaputt.
Aber der war so freundlich, dieser Offizier. Und er ist groß, schlank, sah gut aus und hat ein Hochdeutsch gesprochen. Perfekt, sehr nett. Wir sind dann zu einem Bauern herein. Da sagte der, ich bringe sie über die Grenze. Der hat geschmuggelt. Es kostet so und so viel pro Person. Wir haben ihm Geld gegeben. Und dann sagte er, ich bringe sie über die Grenze. In der Nacht um 3 und 4, ich weiß genau, da haben die Russen, da wechseln sie die Posten, dann werden die einen abgezogen, dann kommt die Ablösung, dann kommen andere Soldaten hin. Und wenn die abgelöst werden, dann kann man schnell über die Brücke herüber und dann sei wir in Deutschland. Also wir haben dort in der Nacht gewartet, da waren so viele, da kamen aus Jugoslawien, Flüchtlinge und so weiter, alles was der Schwarz über die Grenze nach Deutschland wollte. Und als wir kamen, haben die Nacht anders gewechselt. Da war die Wache schon vorbei. Und ich muss jetzt direkt mich erinnern, wir sind dann wieder zu den Bauern zurück und sind dann, das war in der Früh um 5, und sind dann, haben wir versucht, rüberzukommen, aber die haben, jetzt weiß ich gar nicht, dann war das gleich oder war das erst am Vormittag, da haben die uns festgenommen, das waren dann russische Soldaten und dann marschierte mal eine ganze Kolonne von den Leuten, die haben sich, ja dort haben sie uns gleich festgenommen und dann mussten wir zur russischen Kommandatur. Und es war ein langer Zug, da waren vielleicht 50 Leute, Tante Martha und ich, wir gingen ganz zuletzt. Und dann war hier ein Soldat und da ein Soldat, das war ein Mongole und da war ein russischer Soldat. Und meine Schwester sagte mir, Tante Martha, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Da sagte ich zu dem, sollte ich sagen, wir haben erst Deutsch gesprochen, das wusste ich nicht. Da sprach der Soldat auch Deutsch, sage ich, aber wo kommt sie? Er sagte, ich habe in Wien Musik studiert. Aber jetzt muss ich mich korrigieren. Okay. Das waren erstmal 2 Russen, die uns auf eine Kommandantur brachten. Und dann waren so viele Leute dort. Und dann war es bald Mittag. Und dann brachten sie uns, haben sie uns so in eine Scheune gebracht und so eine große Schüssel mit Kartoffelsuppe gegeben und jedem einen Löffel. Und weißt du, da waren dann aus Jugoslawien und so weiter Leute. Das war so ekelhaft und ich habe nicht gegessen. Und dann kam ich, du essen. Und dann habe ich genommen und habe das und ich dachte, ich erstick dran, weißt du. Da waren so wie eine Waschschüssel und fremde Leute und so ekelhaft, weißt du. Da mussten wir aus der Schüssel essen. Und dann haben sie uns dort in der Scheune festgehalten und dann kamen wir extra jeder zum Offizier, zum Verhör vor, was wir sagen, wir wollen besuchen die Eltern und wollen nach Rumänien, aber wir möchten vorher noch nach Deutschland, wir haben unser Gepäck noch dort, wir hatten ja nicht viel, aber was sollten wir sagen, nicht? Und da sagte er gar nichts, machte nur so. Und da hat man uns herausgeführt und wieder in den, weißt du immer, wo die Leute da alle standen. Und mit einem Mal sagten die einer, verschwindet. Da sind wir dann wieder irgendwie weg und wollten, sind wieder über die Grenze und sind wieder festgenommen worden. Und kamen zur gleichen Kommandantur, sagte der eine da, du wieder hier, wir fassen schon einmal da. So, und dann wir wollen ihn, sagt er, ja, wir können, aber wir müssen erst die Zimmer sauber machen und die Teppiche klopfen. Also haben wir Teppiche geklopft und haben gemacht und danach, ja, Papiere gibt es nicht. Und dann sind wir wieder weg. Ich weiß gar nicht, wie das da kam, die haben uns dort stehen lassen, ich weiß nicht, war das Wiese oder ein Hof oder was. Und da sind wir weg und sind wieder versucht, an die Grenze zu kommen. Und da brachten sie uns das dritte Mal an die Kommandantur.
Und da beim dritten Mal war dieser junge Mann, da sage ich, lassen Sie uns doch weg. Ich sagte, ich habe 40 Leute oder 41 übernommen, ich muss sie abliefern. Aber ich gebe Ihnen einen Rat, sagte der. Er sprach sehr gut Deutsch, also er hat in Wien Musik studiert. Sagte, ich sage Ihnen eins, abends, wenn es dunkel wird und Sie können wegkommen von der Kommandantur, versuchen Sie, ich weiß ja nicht, hält man uns fest oder nicht, aber versuchen Sie, da kommt der Zug von Wien, der fährt nach, also da fährt ein Zug durch auf die deutsche Seite nach Enz, nach Linz. Und wenn der, warten Sie, aber erst wenn der Zug abfährt, dann springen Sie auf den Zug auf. Ansonsten kommen Sie nicht weg. Aber jetzt mussten wir erst mal warten. Das war ja auch, laufen Sie über diese Wiese, da kommen Sie auf den Bahnhof. Aber es war uns ja alles fremd, nicht? Und auf dem Weg zu dem, bis wir hin, wir hatten noch Uhren und Schmuck. Und da waren so viele, da haben sie uns getrennt. Die Männer, erst mal sage ich, die nehmen uns das weg. Und da war ein alter Mann da, sage ich, nehmen Sie es zu Ihnen und nach der Kontrolle können Sie es mir wieder geben. Aber dann haben die uns getrennt, die Männer kamen auf die Seite, die Frauen hin und alles war weg. Naja, und jetzt wurde es dunkel, auch der da bei der Kommandantur, der schimpfte und sagte, ja, ja, und Sie werden uns noch einsperren, aber Sie ließen uns da immer irgendwo im Freien stehen, nicht? Und jetzt standen wir da und er sagte, du noch einmal komme nicht. Und wie wir so gingen in der Kolonne, da hat er die Nerven verloren und wollte plötzlich weglaufen. Und da kam der Chinese, er hat die Pistole und sagte, wollte schießen. Ach, ich hatte bitte, bitte nicht schießen. Und dann sagte dieser andere, der Deutsch sprach, er soll es nicht machen. Er wollte sie erschießen, weil sie aus der Kolonne weglaufen wollte. Die waren hart alle bewaffnet, nicht? Naja, und jetzt wurde es dunkel und jetzt sage ich, jetzt gibt es nur eins. Es war auch Gras auf der Wiese geduckt, wir sind gelaufen. Es war finster, geguckt, wir sind gelaufen. Wir kamen am Bahnhof an und haben gewartet, versteckt und dann kam der Zug. Und wie der Pfiff und der Zug, wir laufen, da war der Bahnhof, sind wir auf der Rückseite aufgesprungen in den Zug. Die Tür ging noch mit Ach und Krach zu, nicht, sind rein und der war so voll, der Zug. Und es war auch dunkel, kein Licht. Und da dachte ich, da ist jetzt Deutschland, ja. Und dann ist nur eine Brücke über den Lech und dann ist man, oder die Enz, und dann ist man in Deutschland, das ist Österreich und das ist Deutschland. Es waren nur ein paar Kilometer. Na, jetzt wir sind wir im Zug, jetzt kommen wir rüber. Wir waren kurz vor der Brücke, Kontrolle. Ach du großer Gott, was jetzt? Wir standen da und es war dunkel und er sagt, Passaporte. Und das, wir hatten noch gar keinen, oder hatten wir irgendwo im Gepäck einen nicht. Und da waren so KZler, die aus dem KZ kamen, aus Polen. Und da sagte der da in der slawischen Sprache, ich habe ihn nicht verstanden, aber so etwas, wir werden die Frauen von denen. Die wussten ja, dass wir auch Flüchtlinge sind. Und dann machte der so, weil der Polnisch redete. Und dann ging er weiter. Das waren ein paar Minuten und dann ging der Zug, weißt? Über die Brücke, wir sind in der amerikanischen Zone. Gott sei Dank, jetzt waren wir dort. Da kam die bis nach Steyr, das ist ein kleines Städtchen, ja. Und dort in Steyr, da war eine amerikanische Kommandantur und ein großes Lager. Und da haben wir erstmal auf dem Bahnhof geschlafen, im Viehwaggon die ganze Nacht und in der Früh gingen wir dann raus, da wo gehen wir hin und fragten die Leute, wo der Bürgermeister ist oder das Gemeindehaus und da sagten die Flüchtlinge werden gesammelt, da ist eine
ein amerikanisches Lager, melden Sie sich dort. Dann sind wir hin, also wir sind Flüchtlinge. Wir hatten dann irgendwo noch die Pässe herausgesucht, unsere Papiere, was wir hatten. Und da wurden wir im Flüchtlingslager aufgenommen und bekamen dort ein Quartier in einem großen Fabriksraum. Da waren so an die, was weiß ich, 40 Leute, weißt du, die Fenster zerschlagen. Das war also alles andere, ein großer Raum mit hohem Ding. Und dann bekamen wir dort ein Bett und bekamen das Essen da, so Militärschal, nicht? Und da waren wir, na, da waren wir ziemlich lange. Aber dort war auch eine Krankenstation. Und da suchten sie Krankenschwestern. Und da haben sie gefragt, wer sind Krankenschwestern, die sollen sich melden. Und da hat sich meine Schwester gemeldet. Also ich war ja keine Krankenschwester, nicht? Und sie hat sich gemeldet, es waren 4, 5, die sich gemeldet haben. Dann kam, war da ein amerikanischer Arzt, ich weiß nicht, war da der Leiter von dem Hospital. Und ein deutscher Arzt war dabei und eine deutsche Schwester. Und da sagte er, dann hat er sich so umgeschaut, da sagte er zu Tante Martha, und was ist mit Ihnen? Sagte, sind Sie Krankenschwester? Sagt sie, ja, haben Sie. Sie hat einen Ausweis und ihr Zeugnis dabei. Und da sagte er, na, Sie können bei uns arbeiten. Sie bekam zwar kein Geld, aber sie bekam gleich ein extra Zimmer. Und dann war dort gleich ein zweites Bett. Und danach hatte sie dort einen Tisch und hatte das Zimmer extra, war nicht mehr in dem großen Saal. Und ich durfte auch dort wohnen. Ne? Und sie hat unten gearbeitet. Zwar Geld gab es nicht, aber es gab zu essen. Und es gab das Zimmer und das Zimmer war geheizt und war warm. Und da waren wir, ich muss direkt denken, einen ganzen Sommer. Und in dem Lager waren ja so viele Flüchtlinge, da haben wir dann so viele Leute kennengelernt, auch von zu Hause, also aus Siebenbürgen welche und aber auch andere. Und da war das eigentlich sehr schön, nicht? Dadurch, dass wir immer noch Zigaretten für Waschen und Ding bekamen, hatten wir auch etwas Geld und da gearbeitet, so hatten wir nicht. Da bin ich wieder rumgefahren in die Berge und hin und her und da haben wir einen Sommer und einen Winter ganz gut gelebt. Da waren wir im Theater abonniert, wir gingen zum Tanzen, wir gingen ins Theater und wir hatten zu essen, das kostete nichts, es war also ein Flüchtlingslager, da waren wir aber recht lange drin. Naja, das wurde dann nach ein paar Monaten aufgelöst. Wir hatten dann unsere Sachen, die wir noch so ein paar Kleider, also wir hatten ja nicht viel. Unser Haben gut auch mit in dem Lager, aber es war natürlich alles primitiv. Wir schliefen zusammen in einem Bett. Die Waschgelegenheit war so, bis wir in dem Zimmer von ihr waren. Und von dort haben wir dann eigentlich viele Ausflüge gemacht. Wir sind in die Steiermark sind wir gefahren, man konnte sich frei bewegen, nicht? Wir hatten das Essen und alles. Es war soweit alles okay. Und dann wurde das aber aufgelöst und kam von Steyr nach Linz. Und da war aber auch ein Lager in Stadelpaura und in, wo ich war, bei Linz. Das hieß Heid, also eine Ortschaft, ich sage Linz, weil das die Großstadt ist und das war ein paar 10 Kilometer davon. Und da war ein großes Gefangenenlager, aber das war inzwischen aufgelöst. Da waren viele Gefangene von der SS und so weiter, die sind dort praktisch verhungert. Die hatten gar nichts, kamen nichts zu essen. Bei Regen und Ding, Mann an Mann. Die haben nach Regenwürmer gesucht und nach Gras gegessen. Da sind sie verrückt. Da waren SS-Leute und die Amerikaner, die hatten die extra separat. Und es war auch verboten, manche Zivilleute kamen und haben so ein bisschen Brot herübergeworfen. Aber das durfte man nicht sehen, wenn das jemand gesehen hat. Die wurden zum Teil arg bestraft, wenn nicht mit Todesstrafe. Es ist strengstens verboten.
Und das war aber dann aufgelöst und war jetzt auch Flüchtlingslager. Und da war dann ein Zahnarzt aus unserer Umgebung, nicht weit von weg von Siebenbürgen, und der hat dort eine Zahnstation aufgemacht. Da durfte man sich dann schon freier bewegen. Da sagte der, ich suche jemanden als Assistentin für die Dinge. Martha, kommst du mit? Sagt sie, ja. Dann hat sie bei dem assistiert. Es war dann, ging nach Stadelpaura ins Lager und ich war in Heidenlager. Naja, da waren wir auch eine Zeit lang, aber weißt du, die Zeit verging. Sie hatte jetzt Arbeit, zwar auch mit wenig Geld, aber auch das Essen und bekam auch Kleider. Und da waren dann, die schachelten alle, wir hatten ja immer Zigaretten für mit dem Schokolade, so, die verkauften auch Offiziersmäntel und so weiter. Da hatten wir einen Schneider dort, da hatten wir zwei Offiziersmäntelstoffe aufgetrennt. Meiner Schwester wurde ein Mantel genäht, mir wurde ein Mantel genäht. Da konnte man schon Schuhe kaufen und dies und jenes in Österreich. Also das ging dann alles. Aber weißt du, ich war jetzt schon 24, 25, ich sagte, das kann ja nicht so weitergehen. Ich muss ja einen Beruf haben. Von den Eltern wussten wir nichts mehr, die waren in Rumänien. Denen hatte man ja alles weggenommen. Ich kann ja nicht ewig im Lager bleiben. Ich sage, ich muss etwas machen. Soll ich? Ich gehe nach England von dort aus. Naja, die Zeit im Lager war soweit ganz schön. Da sind wir fast jedes Wochenende in die Berge gefahren, im Salzkammergut, Wolfgangsee, Fuschelsee, Mundnersee, alle diese Seen im Salzkammergut, Salzburg. Ich war im Salzburg im Theater und da haben wir nicht schlecht gelebt, nur das war nicht auf die Dauer, nicht. Und da sagte meine Schwester, na, da kannst du nichts. Sag ich, ich gehe. Und dieser, der die Zahnstation offen hatte, der war verheiratet, aber der hatte sich in meine Schwester verliebt und bleibt da und bleibt da. Und sie hatte ihn auch gern, aber sie sagte, du bist verheiratet und die Frau, die lebt noch mit dem Kind zu Hause und die will herauskommen und dann, was mache ich, kann ja nicht die Ehe kaputt machen. Also schweren Herzens ist sie dann mit mir nach England gegangen, nicht? Und dort haben wir dann als Hilfsschwestern gearbeitet. Auch sie, obwohl sie schon Examen hatte, aber wegen der Sprache, man muss ja doch ein bisschen mehr können in Englisch. Und da waren wir dann, sie knapp zwei Jahre und ich war etwas länger, ich kam danach nicht nach ihr nach Deutschland. Und sie hat sich dann getrennt von diesem Zahnarzt, der ist übrigens nachher auch nach Amerika gegangen, ja. Und als wir die Mama besucht haben, da haben wir auch mit ihnen telefoniert, mit ihm nicht. Und er ist dann gestorben, wie er 80 war, aber oder fast 90, also sehr alt auch. Und die Frau hat noch lange gelebt, vielleicht lebt sie auch noch, ich weiß es nicht. Na jedenfalls, sie ist halt schweren Herzens weg und dann, wie in England, habe ich einen Freund, jemanden kennengelernt, aber es war gute Freundschaft. Es war keine große Liebe, ich habe ihn wohl auch gern gehabt, aber nicht so für immer, nicht. Und die Tante Martha ist dann zu Besuch nach Deutschland gekommen und dann hat sie da einen Bekannten, was heißt ein weiterer Verwandten von der Stiefmutter, den Schwager, der war in München, nicht? War ein Wiener, aber sie lebten in München und der hat dort amerikanische Offiziere getroffen, die suchten eine Krankenschwester. Die auch und sagte, ja, ich habe jemanden und dann kam sie nach Deutschland.
Und als dann besuchte ich sie, da sagte sie, nach Deutschland können wir nicht kommen, nur wenn wir bei den Amerikanern arbeiten. Die sind hier Besatzung und wenn die jemanden anstellen, muss der deutsche Staat die Leute auch aufnehmen. Denn Deutschland hat uns nicht mehr aufgenommen. Wir kamen Rumänien, wir waren nicht Österreicher, wir waren nicht Deutsche, wir waren in England, wir waren staatenlos. Also waren wir durch die Amerikaner, hatten wir das Recht, in Deutschland zu leben. Und dann sagte ich, na okay, aber wenn ich dann nach Deutschland komme, dann habe ich bei den Amerikanern gearbeitet, aber nicht lange. Ich sage, ich will nur Fuß fassen, dass ich in Deutschland bin. Dann melde ich mich und mache Krankenschwester-Schule. Denn da war ich jetzt schon 27. Dann habe ich mich in eine Krankenpflegeschule gemeldet in Ludwigsburg, also du weißt, wo das Schloss ist, und habe dort meine dreijährige Ausbildung gemacht. Und die Tante Martha, die hat einen Amerikaner, die hat in dem Hospital und in Nürnberg, in dem zivilamerikanischen Hospital, über 8 Jahre gearbeitet. Und ich habe eine Ausbildung in Ludwigsburg gemacht, aber im Grafenwöhl, wo ich bei dem Switchparte arbeitete, da habe ich den Papa, also deinen Opa kennengelernt, nicht? Und der kam aus amerikanischer Gefangenschaft und sagte, ich habe Abitur, da bin ich eingezogen worden, ich muss auch noch einen Beruf lernen. Ich kann zwar das und das machen, aber ich habe keine Prüfung, kein Zeugnis, nicht? Ich gehe noch zur Uni. Dann ist er kam von Schweinfurt und Würzberg hat eine Uni, das ist er jeden Tag mit dem Zug, das ist eine halbe Stunde hin und her gefahren. Da war er in Grafenwöhr, bis das Semester anbekam, ungefähr gut ein Jahr. Und dann sagte er so, jetzt habe ich so viel Geld zusammen, dass ich, da musste man zahlen für die Uni, dass ich die Uni besuchen konnte. Die hatten zwar das Elternhaus noch in Schweinfurt, aber es war ja alles ausgebombt, weißt du. Die Schwester, die hatte bei einer Firma gearbeitet, Fichtel und Sachs, das ist eine sehr bekannte Firma, aber das war auch von Amerikanern beschlagnahmt. Erst nach 2, 3 Jahren konnte sie dann wieder dort arbeiten. Vorher war alles gesperrt, nicht? Und so wohnte er dann dort, und weil er jetzt in Schweinfurt war und meine Schwester von Grafenwöhr nach Nürnberg in das Hospital kam, und er studierte dann 2 Jahre in Nürnberg, erst in Würzburg, und da war ein Professor, der die Vorlesungen in Nürnberg, und sagte, ich will zu diesem Professor, da muss ich dann in Nürnberg an der Uni. Die gehört zu der Erlangen, aber die Vorlesungen waren in Nürnberg. Und so kam ich dann von Ludwigsburg, als ich fertig war mit der Schule, nach Erlangen ins Krankenhaus. Habe ich mich dort beworben und habe dann dort gearbeitet. Erlangen, Nürnberg ist sehr nah zusammen. Und dann war ich dann gut 1,5 Jahre. Aber die deutschen Schwestern wurden nicht so sehr gut bezahlt, die Amerikaner zahlten mehr. Und da sagten sie, kommen Sie wieder nach Grafenwöhr, dort bekommen Sie das Doppelte an Gehalt. Dann bin ich kurz, ich wollte ja auch ein bisschen mehr verdienen, nach Grafenwöhr gegangen. Da war ich dann aber nicht lange, 1/2 Jahr, da haben wir geheiratet. Ich wusste schon, wir wollen dann und dann heiraten. Ich sagte, aber die paar Monate kann ich mir mehr verdienen. Und dann war ich halt dort. Dann bekam ich die deutsche Staatsbürgerschaft in Wien, aber auch, weil ich so lange Jahre da war, nicht. Aber in der Zeit, wo wir hier diese Flucht hatten, ja, das haben sich dann natürlich fast täglich so Ereignisse abgespielt, weißt du. Da haben wir viel erlebt. Das war
zum Teil sehr hart die Flucht von Rumänien über die Karpaten bis nach Bistritz. Es war mehr zu Fuß gelaufen, kaum zu essen. Dann wieder ein Stückchen mit dem Bus gefahren, dann konnten die nicht weiterfahren, die Straßen, alle Kolonnen, Flüchtlinge. Die einen wollten nach dem Osten und einige wollten nach dem Westen oder nach Süden. Das war ein Mischwasch von Russen, von Rumänen, von Deutschen, deutsches Heer, rumänisches Heer. Das war ein Chaos, weit und breit. Und dann immer täglich die Fliegerangriffe. Naja. Und vorher, als ich dann da im Ruhrgebiet war, nicht, da hatten wir auch täglich diese Angriffe, zum Teil von Engländern, aber zum größten Teil von Amerikanern. Es war Krieg, nicht? Das ist ja. Wir hatten, Amerika hat den Krieg erklärt. Der Hitler, der hat ja, wie kann ein kleines Deutschland Amerika den Krieg erklären, hat gleichzeitig die russische große Front, die Soldaten, die 41, 42 erfroren. Ich war ja vorher verlobt mit einem, der ist in Stalingrad gefallen, nicht mehr gehört. Weil gerade nach 2 Jahren, 8 Tage zu Besuch ist weggefahren und man hat nichts mehr gehört von ihm, nicht. Er hat seine Station, seine Einheit war in Stalingrad, nicht. Ja, die Deutschen haben den Krieg angezettelt, zum Teil aus Größenwahn, aber zum Teil hat man sie auch nach dem Ersten Weltkrieg, weißt du. Es hängt ja so viel zusammen. Vor dem Ersten Weltkrieg, da tun sie ja immer Bündnisse. Auch wir haben ja hier die NATO. Wenn ein Land angegriffen wird, muss es verteidigt werden. Und da hatte Österreich und ich glaube Russland und Deutschland einen Pakt gegen die Franzosen und gegen die Engländer. Und dann kamen die Österreicher in den Krieg und nachdem die Deutschen mit denen einen Vertrag hatten, mussten sie auch in den Krieg, ja. Und dann hatten sie den Krieg verloren und dann war in Versailles der letzte... auf Englisch heißt es Treaty of Versailles. Ja, also das Ende der Kriegserklärung nicht. Und da wurden die Deutschen so bestraft, wir sind ein Industrieland. Ja, Deutschland durfte nicht mehr exportieren, Deutschland durfte nichts erzeugen. Die Not hier waren 6 Millionen Arbeitslose. Das Volk hat gehungert und dann kam Hitler und hat was versprochen und die Leute sind begeistert. Man hat Deutschland so in die Knie gezwungen von Franzosen und Engländern. Dann haben sie sich an Hitler geklammert, der befreit uns nicht. Und das war ja wieder ein Schmarrn, nicht? Also, man hätte Deutschland nicht so bestrafen dürfen, weißt du? Man muss, das ist genau wie jetzt Palästinenser und die Juden, Israel. Die Palästinenser machen weiß Gott was, aber die Juden geben ihnen nicht ein Land, das sie auch existieren können, weißt du? Und dadurch, dort wird nie Frieden sein. Wenn man ein Land so in die Enge treibt, dann die Bevölkerung will leben, nicht? Und aus Not ist das entstanden, nicht?